Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und willkommen zurück zu The Outer Worlds. Letzte Folge haben wir hier beim Radioturm aufgehört, den wir jetzt noch aktivieren müssen. Wir haben zuvor die Frequenzen für Hyrum freigemacht und jetzt müssen wir, glaube ich, Daten an Phineas übermitteln. Ich weiß allerdings gerade nicht mehr, welche gleich nochmal. Da hatten wir einfach zu viel zu tun. Alles klar. Lol. Ja, ist ja gut. Jetzt zwing mich nicht da wieder reinzukommen. Allerdings. Was? Oh mein Gott, eine Filmsequenz. Welch seltener Anblick in diesem Spiel. Black Holes, did you see that? Wessen Schiff war das? Looks like a UDL ship. Based on the gunnery attachments, I guess it's one of the board's blockade enforcers, but don't cite me on that. Oh well, a pity for the crew, but I can't see how it affects me. Hyrum? Can you hear me? Did you see that? Architect, save me from swindlers and fools. Sanjar, what are you bloody doing on my channel? Did MSI or did MSI not cease broadcasting? Yes, but... Hyrum, are you there? Oh mein fucking Gott. Ich glaube, jetzt eskaliert es etwas. Wie schön ein Wiedersehenstreffen. Gruppenumarmung! Not without a physical contact waiver. Ah, the good captain. The truth brings us together once more. Our salvation has come crashing through the stratosphere. We need only collect its weapons. Are you mad? That's a UDL gunship. You'd probably shoot your own toes off. Okay, also darüber lässt sich doch in Ruhe reden. Ah, I see you learned nothing while dealing with these buffoons. Naja, geht so. Gunship's armaments to defend Stellar Bay, but we need its targeting module. Our message is so close to breaking free of this planet and spreading to the stars. Help us secure that module and we will save our colony. Listen, I don't care a single whit what you do, so long as you leave me out of it. Which means, get off my board damn channel! I'm more than finished with you lot. Gut, alles klar. Also, damit ich das jetzt richtig verstehe, die brauchen dieses Zielmodul vom Schiff, also beide. Geht's denn jetzt überhaupt runter? Die brauchen beide das Zielmodul von diesen Schiffskanonen. Der eine, um Stellar Bay zu verteidigen. Und der andere, um die Nachricht der Ikonoklasten zu verbreiten. Tja, also ich persönlich würde ja lieber den Ikonoklasten helfen, als da irgend so ein... Ich meine, ich mag beide. Mag ich wirklich. Aber die... Du kannst die wahrscheinlich nicht vereinen. Du musst dich entscheiden. Ich wünschte halt wirklich, ich könnte einfach irgendeinen Skillcheck bestehen. Oh, shit. Und direkt noch betäuben. Die Schrotflinte ist geil. Na? Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, ich hätte genau im falschen Moment nachgeladen, aber egal. Ist alles noch gut ausgegangen. Zumindest für uns. Gut. Naja, holen wir erstmal dieses komische Zielmodul. Ich werde nichts sagen, werde es aber trotzdem tun.
Ich habe gewusst, dass wir uns hier am Ende noch entscheiden müssen. Oh, das geht's nicht klar. Wo genau müssen wir hin und ist da vielleicht ein Schnellreisepunkt in der Nähe? Natürlich. Oh doch, hier, wir können hier. Also, glaube ich, ein bisschen näher dran. Ja, wie gesagt, ich mag halt ein bisschen die Botschaft der Oh, das wollte ich gar nicht. Weiter. Ja, wie gesagt, ich würde, glaube ich, die Ikonoklasten unterstützen. Aber auf der anderen Seite, ich mag halt auch Stellar Bay. Ich weiß halt nicht. Also irgendeiner wird schon was ablassen von wegen. Huh? Nee, wisst ihr, was ich mache? Sekunde, ich gehe nochmal rein. Ich nehme jetzt nochmal Nioka mit. Weil die ist ja aufgewachsen. Ich bin mir sicher, wenn wir dann vor der Entscheidung stehen, also wenn wir das Ding geborgen haben, dann wird die genauso wie Parvati bei Edgewater nochmal was dazu sagen. Also was sie jetzt glaubt, wem wir das am besten geben sollten. Obwohl, die wird wahrscheinlich einfach nur für Stellar Bay argumentieren. Kann man die aufleveln? Nein. Sie hat aber noch ein ziemlich geile Minigun. Nochmal schnell ein bisschen was verkaufen. So, wir haben ziemlich viel. Das Ding, nee. Okay, kaufe natürlich erstmal nichts, oder? Doch, vielleicht Schwere Muni, genau. So, jetzt aber. Hier sind keine Gegner respawned, oder? Sieht nicht so aus. Aber hier war ich auch noch nicht drin. Ich will jetzt mal ganz kurz was schauen. Und zwar, sie hat kritischen Schaden extra. Hier könnte ich sogar... Schallgedämpfte Minigun ist klar. Was hatten sie jetzt momentan? Sie hat Korrosion drauf. Ich könnte auch eine höheren... Da hätte ich noch mehr Schaden. Nee, Moment. Da hätte ich mehr Schaden pro Minute, ne? Ja, genau, pro Minute. Würde ich gerade mal machen. So. Also, dann kann ich die noch ein bisschen hochtüfteln? Stimmt. Und dann erst noch. Noch mehr Damage. Okay, 1634. Das ist, glaube ich, ziemlich gut. Das Ding ist, Korrosion ist halt gut gegen diese Mantisaurier, aber nicht so gut gegen alles andere, glaube ich. Schaden nach Rüstung. Mit Rüstungsdurchdringung. Ich glaube, das wäre ziemlich cool, aber ich habe kein Geld mehr dafür. Schade. What the fuck? Da war doch noch was am Leben. Ha. Vielleicht, wenn ich ein bisschen was aufsammle, kann ich mir es leisten. Na, ich glaube nicht, dass es reicht. Was brauche ich? 3200, ne? Nee, es wird nicht reichen. Okay. Lassen wir das mal. Ist jetzt auch nicht unbedingt nötig. Hauptsache, ich komme hier mal weiter. I guess this is what Edgewater is gonna look like in a couple of years. This is what you get when a corporation takes a dump and walks off without cleaning it up.
Ehrlich gesagt glaube ich nicht mehr, dass es ein paar Jahre dauert. Edgewater wird, glaube ich, viel schneller zugrunde gehen. Also. Nicht, dass ich jetzt irgendwie unsensibel klingen möchte. Auch wenn ich es streng genommen schon getan habe. Hat die Teile diese Schwärme beschworen? Ich glaube schon, oder? Insektenphobie. Ablehnen. Captain Pittman hat keine Angst. Außer vor seinem eigenen Schatten. Nein. Komm. Ich glaube, die Fähigkeit macht bei denen nur deswegen so wenig Schaden, weil die generell gegen Plasma resistent sind, oder? Ah, oh, komm, weggeschrotet. Ah, scheiße. Komm, betäub sie. So. Wow. Alter, dieser Schwarm. So. War nicht optimal, aber wie gesagt, ich glaube, die Yokas Fähigkeit ist echt gegen die nicht so gut. Könntest du ja mal gegen ihn probieren, wie viel Schaden das da macht. Buchstäblich lol. Glatt und gerader Lauf. Weniger Fernkampfstreuung, Fernkampfwaffen, Fadenkreuzschwankungen. Alter, das ist ziemlich geil. Wo ist sie denn? Kommt mal her. So. Ach lol, ich kann die damit wohin schicken? Sehe ich jetzt erst. Oh, lol. Das wusste ich echt nicht. Man kann die also da irgendwo mit stationieren. Alter, ach so, lol. Okay, ein kleines bisschen Taktik kommt dadurch dann zustande, weil du kannst da wirklich... Ich kann die jetzt zum Beispiel hier hochschicken. Kann mich hier ranschleichen. Gut, allzu viel bringt das nichts. Es ist nicht gerade ein Taktik-Shooter, aber ihr wisst schon, was ich meine. Du kannst halt auch Leute irgendwo... Joker auch mitteilen. Interessant. Ich glaube aber, meine Strategie einfach reinzugehen, alles mit dir zu ballern, ist besser. Ach, die armen Leute. Aber wo ist denn jetzt dieses Zielmodul?
Ernsthaft, jetzt noch mehr Leute. Ja, ich hab doch. Ja, ich hab noch einen angelockt da. Drüben. Aber funktioniert ganz gut. Also, sie haut, glaube ich, mehr rein ohne die Säure. Und direkt zerballern. Ja, schade. Ja gut, Plasma ist, glaube ich, gegen die Dinger wirklich... Ich schätze mal, ich muss wirklich noch ein bisschen mehr durchwechseln. Also die Waffe war jetzt ganz gut gegen die. Vor allen Dingen muss ich endlich mal schlafen, damit meine Begleiter wieder ein kleines bisschen aufgepäppelter sind. So richtig krass regenerieren die sich nicht, oder? Also jetzt von alleine, naja, es geht so. Ich konnte ja am Anfang hier die Geisteshaltung auswählen bei der Charaktererstellung. Und die hat passive Lebensregeneration beeinflusst. Ich frage mich, ob das jetzt nur meine gewesen ist oder ob ich damit auch meine Begleiter hätte verstärken können. So, ich renne hier schon wieder ziellos in der Pampa rum. Wo genau muss ich denn jetzt hin? Spiel? Kannst du mir das mal bitte sagen? Spiel? Irgendwo da oben. Spiel? Ja, da rein. So. Ahead, Captain. I'm not keen on ships, even when they're in the best of shape. Yep. Naja. Okay, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas Captain Matzes Befehlsschlüssel auswerfen. Diagnose ausführen. Hat den akzeptablen Schadensbereich überschritten. Ja, you don't say. Logbuch des Captains. Die Chefingenieurin murmelte irgendwas von Ersatzteil für Regulator-Überbrückungsdingens, bla 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 bla. Chikushu. Was? Chikushu? Was auch immer. Ich setze dieses Ding auf Kurs Richtung Groundbreaker, lasse die Triebwerke an und gehe in den Ruhestand. Lieber verhaftet werden, als dass uns die Energie ausgeht, bevor wir ins Weltall hinausdriften. Ich hoffe nur, dass diese alte Lady noch einen letzten Trip übersteht. Leider nein. Wieso zum Paragraphen ist es in dieser gesetzesverlorenen Kolonie so schwer, Teile anzufordern? Meine Chefingenieurin schnauzt mich an, dass ich schon wieder ein anderes verfluchtes Ding anfordern soll und ich bekomme indessen nicht mal eine Antwort von der Konzernleitung. Ein weiterer Tag vergeht und auf Terra 1 landet ein weiteres Schiff, das wir nicht abschießen können. Damit sind es nun, ich habe aufgehört zu zählen. Was ist der Sinn dahinter, dass wir hier draußen sind, wenn wir keine Verstärkung bekommen? Ja, frag dich das mal. Signing off for what is probably the last time.
It's a shame you can't see this middle finger I'm holding up, because I'm doing it as hard as I can. Oh je. Irgendwie ziemlich tragisch. Ja, wirklich, also was die Konzerne hier machen, hat halt hinten und vorne null Sinn. Hier wird wirklich alles geopfert. Logik und offensichtlich auch Menschenleben nur solange, wie es irgendwie ein bisschen der Profitmaximierung dient. Deswegen würde ich eben auch gerne den Ikonoklasten helfen. Ich bin zwar jetzt nicht 100% sicher, ob unter denen alles besser werden würde, wenn die hier das Sagen hätten. Aber ich würde es gerne wenigstens versuchen. So, Feuerleitmodul der, was? Cantankerous Kennet. Na, was ist? Ja, also auf zu den Ikonoklasten. Mit gebrochenem Knöchel, mal wieder. In dem Falle fällt es mir ein bisschen schwieriger. Weil ich mag irgendwie auch die Leute in Stellar Bay, aber nee. Der will in den Vorstand und ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht so viel Vertrauen, dass aus dem nicht einfach noch so ein weiterer Vorstands-Heini wird. The gunship. Have you secured its targeting module? Ja. Also, warte mal, was hast du damit vor? Machen wir es mal so. Guns to our walls or the walls of Stellar Bay. The board is coming, Captain, and these weapons will defend us from their blasphemies. Ich werde die Geschütze auf unseren Wellen oder denen von Stellar Bay montieren. Glaubst du wirklich, der Vorstand wird dich angreifen? Why wouldn't they? As we speak, our message assaults their populace through their favorite entertainment mediums. Surely their retaliation will come soon. Ja, okay. Also, ja, ich geb's dir. Now we must secure the Stellar Bay landing pad. We will fortify the city against the board's assault. I'm all for fighting the board and all, but... Oh, shit. Just don't shoot too many of my drinking buddies in there, all right? And you, Captain. Are you prepared? Ich schätze, du würdest lieber nicht mit Sanja arbeiten, sondern gegen ihn, was? No. Our hearts have long since closed to one another. He is blinded by his love for bureaucracy. Na gut, ich geb's ihm trotzdem. This is it. Let us save this planet once and for all. Meet our forces in the ruins south of the city. Come prepared. Sanjar is sure to go down swinging. You got a minute? June Leia like a casserole, right? Everyone likes a casserole. I mean, I don't really, but I don't count. No cakes. Cakes I like. Gosh, I hope she likes them too. Yeah? I mean, what do you need? Captain? Mister? Sir? Na, erstmal nix. An was die hier alles denken können in der Mitte von all dem. Erstmal nix. Schon gut. Okay, bis später. Wir quatschen später ein bisschen mit dir. Habe ich eigentlich wirklich vor, nächste Folge dann einfach mal, also wenn wir dazu kommen, aber na gut, es sind noch 5 Minuten, ich glaube, das sollten wir schaffen. Wird ja jetzt nicht zu lang dauern hier. Habe ich vor, mal wieder eine Quatschfolge einzulegen, also quatschen im Sinne von reden, also auf dem Schiff einfach ein bisschen mit den Kameraden plaudern und vor allen Dingen mit denen, ich bisher noch nie so wirklich geredet habe. Und so wie es aussieht, muss ich mich echt gegen Sanja stellen, also so richtig, oder? Gut, dann nehmen wir mal hier. Ja. Das ist jetzt bedauerlicherweise ein richtiger Krieg gegen die. Ich wollte es eigentlich wirklich nicht. Ah, ich muss wohl. Oh Gott, wie sie schreien. Aber wie gesagt, wir müssen leider jetzt. Ich habe mich einmal entschieden.
Aber ich möchte sagen, ich tue es unter Protest. Was? Nein. Wieder so ein Zerfetzter. Das ist wirklich schrecklich. Wow, da kommt er angeflogen. Nein, ich will Q drücken. Womit schreist du? Du hast keinen Kopf mehr. Okay, tut mir leid, aber du musst jetzt mal auf deine Saufkumpanen schießen. Boah. Wie weit ist es denn noch? Mehr als so weit, glaube ich, oder? Machen die das eigentlich extra, dass diese MSI-Soldaten jetzt so schreien? Damit du jetzt noch mal so ein richtig schlechtes Gewissen hast. Ich glaube schon irgendwie. Nee, ich schätze mal, ich muss wirklich davor, oder? Oder kann ich auch hier durch? Na, ich versiegel, fuck. Ach ja. Das ist gerade echt irgendwie traurig, finde ich. Wirklich. Und auf der anderen Seite auch irgendwie fühle ich mich ein kleines bisschen betrogen. Ich meine, wenn du jetzt, ich sag mal, viele, viele Skillpunkte so in soziale Talente steckst, ne? Und dann kannst du in so einem Falle nicht mal jetzt die Sache friedlich regeln, sondern du musst quasi diesen Krieg hier auslösen, weil wenn ich es andersrum gemacht hätte, Sanja hätte mich dann gegen die Ikonoklasten kämpfen lassen. Oder hätte ich vielleicht doch nochmal mit ihm reden können? Vielleicht hätte er... Ja, nee. Der hätte dann wahrscheinlich genau das gleiche gesagt. Der hätte gesagt, na, nee, es ist zu viel Feindschaft hier. Können halt jetzt nicht mehr. Wir können halt keinen Frieden mehr schließen. Es gibt da zu viel böses Blut. That's for Graham, asshole. Der ist doch nicht mal tot. Boah! Jetzt sehen wir nur mehr Gewirbel. Tap die mal. Na, Papa, die hat's, glaube ich, erwischt, oder? Ja.
So, jetzt müssen wir ein bisschen gegenheilen wieder. Ja, immer schön nach aufsammeln. Kommandant. Oh je, komm. Oh Gott, das ist Sanja. Okay, durchlöcher ihn. Oh Gott, tut mir leid, Sanja. Und das war's. Haben wir die andere eigentlich auch gekillt hier? Die nette, die immer bei ihm war, seine Sekretärin. Oh Gott, wie hieß sie? Andererseits deutlich an, dass ich sie mochte, andererseits kenne ich nicht mal ihren Namen. Das ist ganz toll, aber auch typisch ich. Oh je. Irgendwie habe ich gerade, ich glaube, ich habe gerade einen Bug. Meine Steuerung ist gerade ein bisschen störrig. Na gut, okay. Aber was ist jetzt? Achso, zurück. Ich kann also nicht mehr in die Stadt? Doch. Sollte ich das tun? Ich probiere es jetzt einfach mal ganz kurz. Okay, hier scheint keiner so richtig was mitbekommen davon. Come to share a secret with Auntie Abigail. Come to share a secret with Auntie Abigail. Eigentlich nicht. Den kann ich auch nicht reden. Wo waren das gleich nochmal? Ja. Oh! Alles klar, jetzt sind hier die das finde ich jetzt geil. Jetzt sind hier halt wirklich die Ikonoklasten am Drücker. What job did the board assign you when you came of age? But it was something real neat, like professional flexing. Hey. You look like a man who's looking for some. Nein, nicht wirklich. Aber wohl, dir könnte ich meine Tierreste verkaufen. Hey, that's against regular. What do you think you're doing? Gar nichts. Do what you want, I guess. Mach, was du willst, schätze ich mal. Aber was ich machen könnte, ist ihm mein Zeug verkaufen. So. Gut. Ja, schätze, dann haben wir es geschafft. Das Ende von Monarch Stellar Industries. Ich finde es immer noch weird, weil es gibt ja auch hier bei PCs, beziehungsweise bei PC-Teilen, den Hersteller MSI. Die aber natürlich für was anderes stehen, die Abkürzung. Deswegen denke ich ja die ganze Zeit, ich kämpfe gegen gegen Hardwarehersteller. Sanjar's death is surprisingly heavy on my conscience after all this time. Naja. We mustn't let that distract me from our victory. We can now take our truth to the stars, Captain, and I have you to thank for that. Ich meine, ich sag mal so, auch wenn man mit jemandem befeindet ist, kann man ja trotzdem noch einen gewissen Respekt füreinander empfinden. Und wenn man davor noch eine Vergangenheit hat, wo man sich mal so ein bisschen verstanden hat. Du kannst mir danken, indem du die Kolonie vor dem Vorstand rettest. And save it we shall. With every step we take forward, the board's time dwindles. Okay, was musst du jetzt tun? For the moment we will recuperate. Collect ourselves and our resources. Know if ever you find yourself in need of a favor, you may call upon your friends in Stellar Bay. Na, ist klar. Tja, also wie gesagt, ich schätze, das ist das Ende von MSI. Ich habe auch so ein kleines mulmiges Gefühl im Bauch, dass ich jetzt Sanja vor allen Dingen auch noch selber, der Überzeuger, dass ich jetzt Sanja selber erschießen musste, weil naja, immerhin habe ich eine ganze Weile lang Aufgaben für ihn erledigt.
Und irgendwie war er halt auch nett. Er war ja kein Arschloch, sondern er war halt wirklich freundlich und so. Aber hilft wahrscheinlich nichts. So. Hier könnte ich das hier geben, obwohl das halt natürlich viel schlechter ist als meins. Überzeuge deinen Gegner mit nur einem Wort oder mit mehreren oder mit einem ganzen Satz. Irgendwas Besonderes, also hat halt diese Magazingröße. Dank seines gewaltigen Magazins des Überzeugers gehen dir nie die Argumente aus. Also er hat halt einfach ein extrem großes Magazin. Aber ehrlich gesagt, das hat die Waffe auch, weil die hat auch diese Magnum. Das Ding ist halt wirklich, das ist halt so ein... Das ist halt eine einzigartige Waffe, also mit einem einzigartigen Namen und so. Und eigentlich müsste man so denken, dass solche Waffen dann auch wirklich was Besonderes sind. Also nicht so besonders wie die Wissenschaftswaffen, aber halt... Dass sie schon so einen besonderen Effekt noch haben, keine Ahnung. Bei dem einen Schrotgewehr, glaube ich, war der Effekt halt, du machst halt deutlich mehr Kopfschussschaden. Speziell, wenn du auf Köpfe schießt. Aber das kriegst du halt auch mit einem, wie soll ich denn sagen, mit einer Mod hin. Da hätten sie, oder sie hätten es so machen können, dass du praktisch, dass so eine besondere Waffe mit so einem einzigartigen Namen halt hier, der Überzeuger, dass die halt einen Bonus schon drauf hat. Also zum Beispiel hier diese Magnum. Mit einem größeren Magazin. Und du kannst aber eben zusätzlich noch zwei Mods draufbauen, sodass du dann insgesamt drei Bonuseffekte hast. Weißt du? Das wäre noch eine Möglichkeit. Naja. Hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß mit mir. Falls ja, ich würde mich hier immer über eine nette Bewertung und einen Kommentar freuen. Nächste Folge würde ich dann noch machen. Machen wir noch das hier mit diesem Zystenschweinhof. Und dann geht's runter von Monarch, weil ich glaube, viel mehr haben wir hier auch nicht zu tun. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, haut rein!